Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit Thermoelementen, aber nicht mit irgendwelchen Thermoelementen, sondern mit Thermoelementen Typ K. Dabei wollen wir nicht allzu tief in die Physik einsteigen und über Verschiebung von Elektronendichte philosophieren, sondern ganz praxisbezogen anschauen, was ein Thermoelement Typ K ausmacht. Übrigens, wenn du noch nicht weißt, wie Thermoelemente allgemein funktionieren, verlinke ich dir hier oben mein kurzes, knackiges Video dazu, in dem die Grundlagen von Thermoelementen erläutert werden. So, und jetzt zum eigentlichen Thema. Beim Thermoelement Typ K besteht der Plusleiter aus einer Nickel-Chrom-Legierung, während der Minusleiter aus Nickel besteht. Man spricht hier auch von den Nickel-Chrom-Nickel- oder Nickel-Chrom-Nickel-Aluminium-Elementen. Aber keine Sorge, das sind keine Unterschiede in der Materialpaarung, sondern lediglich in der Benennung. Die Eigenschaften von Thermoelementen wie Materialpaarungen, Spannungswerte, Farbkodierungen etc. sind festgeschrieben in der DIN EN 60584. Ein Thermoelement Typ K beispielsweise erkennst du an der grünen Außenisolierung. Darunter befindet sich ebenfalls eine grüne Isolierung für den Plusleiter und eine weiße Isolierung für den Minusleiter. Und kleiner Tipp, falls diese Farbkodierung hier nicht eindeutig vorhanden ist, der Minusleiter, also der weiße, ist magnetisch. Wichtig zu wissen, Thermoelemente Typ K unterliegen, wie alle anderen Thermoelemente auch, einem Alterungsprozess. Man spricht hier auch von einer Drift. Dieser Alterungsprozess ist von vielen Faktoren abhängig, nicht reversibel und kann auch nicht vorhergesagt werden. Aber Fakt ist, dass die Messungen mit der Zeit ungenauer werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen hoch und teile es fleißig. Klick auf unser Logo, um unseren Kanal zu abonnieren und auf die Videoeinblendung für mehr Videos von den Temperaturprofis. Außerdem wirf einen Blick auf unseren Blog. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.